Okay, da wären wir beim nächsten Spezialportal. Höchstens zweimal Schaden nehmen. Ups. Das war vielleicht ein bisschen dumm, jetzt Ragnarök einzusetzen. Ich wollte eigentlich nur einen einzelnen Link. Wieso habe ich denn schon dreimal Schaden erhalten? Ey, ganz ehrlich, das sehe ich nicht ein. Ich habe meiner Meinung nach nur ein einziges Mal Schaden erhalten gerade. Wann habe ich denn bitte die anderen zwei Schaden erhalten? So, immer noch null. Geht doch. Gut, Travers fehlen mir mit Sora noch zwei Portale. Mit Riku noch eins. Hier habe ich alle. Hier fehlt mir noch eins. Noch eins. Noch zwei. Noch zwei. Noch zwei. Noch zwei. Noch drei. Oh je. Habe ich. Alle? Das war das letzte mit Sora, okay. Noch eins. Und die habe ich alle. Gut. Na endlich.
Aha, gefunden. Okay. Ein Kampfportal. Okay. Easy.
Da haben wir's. Gut, wir haben gefunden, was wir wollten. Zurück zum Zeichenbrett. Also, das sollte jetzt wirklich der letzte sein, wenn ich mich richtig entsinne. Okay, Sora braucht den Travers noch eins. Riku auch. Da brauche ich noch eins. Eins und zwei. Zwei und zwei. Zwei und zwei. Null und eins. Ja, genau. Das ist jetzt das letzte Portal in dieser Welt. Dann sollte ich diese Welt auch fertig haben. Ob ich dann wieder einen Erfolg kriege, wenn ja, dann weiß. Also, das heißt, einen Erfolg, eine Trophäe kriege. Wenn ja, dann weiß ich, dass ich für jedes. Wo was kriege. Das ist ein Kampfportal. Oh, ernsthaft. Auch nur ein Kampfportal, schade. Ist das? Ja. Drei Link-Angriffe. Freie Flussangriffe waren es. Puh, das war knapp. Zu knapp für meinen Geschmack.
Champions der Klangwelt. Ich krieg einen Erfolg, eine Trophäe dafür, dass ich das geschafft habe. Perfekt. Damit weiß ich jetzt ganz genau, jedes Mal, wenn ich eine Welt abgeschlossen habe, kriege ich eine Trophäe. Oh, sehr schönes Spezialportal direkt gefunden. So. Was soll ich? Linkangriffe. Alles klar. Danke, dass ich mir mal kurz ein bisschen Pause lasse, dass ich auch angreifen darf. Nein. Och, come on. Weil dieser Angriff einfach ewig dauert und nur als einer zählt, ey. Egal. Spezialportal gefunden. War gut, dass ich diese Richtung eingeschlagen habe. Okay. Damit ist er gelb. Und damit ist er grün. Damit ist er gelb. Gut. Okay. Gelb. Gelb. Grün. Gut. Das heißt, nur noch der Otter muss jetzt grün werden, dann ist es geschafft. Was die Streichereinheiten bei den vier, bei den dreien angehen. Gibt es irgendwelche neuen Routen? Ja. So. Das hier möchte ich haben. Das ist wieder einer der teuersten. Okay. Das war's. Wie war denn das beim Parierpedis der bösen Buben? Wie weit war ich denn hier? Für Sirico fehlen mir noch zwei. Okay. Das ist das Vorletzte. Ist aber nicht das jetzt, oder? Nein. Und mal wieder war es nicht das Richtige. Moment, komm ich doch. Ich kam hier noch hoch, ne? Ah. Da ist es bestimmt. Ja. Yeah. Okay. Gut. Ja.
Okay. Gut geschafft. Endlich raus aus Monstrum. Da ist wie gesagt was für Sora. Und hier ist nichts. Okay. Das hat eine Menge mit Rico gebracht, glaube ich, aber... Ich habe gerade relativ viele Boni. Und ich bin schon relativ hoch vom Level. Ich glaube, ich werde es mal probieren. Natürlich werde ich hier dasselbe machen wie mit Rico. So. Speichern wir erstmal kurz. 85, naja. Die Taktik funktioniert einfach.
was that about? Mhm. Gut, damit haben wir Julius erledigt. Und können endlich, endlich nach Ewigkeiten die Kisten sammeln. Wisst ihr, ich hab noch nie so drüber nachgedacht und ich habe aber auch noch nie was gefunden, dass es im Internet irgendwie erwähnt wurde, aber dieser Platz ist echt interessant, wenn man mal so drüber nachdenkt. Ich meine, dieses Graffiti hier, das ist definitiv eine Anspielung an The World Stands With You. Weil das ist dieses komische Graffiti von diesem einen Heini, auf den Nico verehrt. Und dieser Brunnenplatz, diese Darstellung von dem, ist euch schon mal aufgefallen, wie ähnlich das dem 109 Gebäude aussieht? Oder dem 104 in Kingdom Hearts? Ich meine, es muss nicht zwingend was bedeuten. Und ich meine, da zusätzlich kommt natürlich noch dazu, dass, was ich jetzt nicht erwähnt habe, nämlich, dass dieser ganze Brunnen halt ein riesiges Herz ist. Aber ja. So, und hier ist endlich die letzte Truhe. Ich hatte jetzt irgendeine Trophäe erwartet oder so. Schätze? Mir fehlt immer noch eine. Oh. Gibt es hier noch eine in dem Brunnenplatz, die ich übersehen habe, oder was? Das waren nur zwei und ich habe doch zwei geöffnet, oder nicht? Oder war die eine eine Fake-Truhe und ich habe es gerade nicht realisiert? Wenn ja, frage ich mich ehrlich gesagt, wo ich habe ich noch eine übersehen? Moment, ich hab die nicht geöffnet? Was? Hab ich die nicht vorhin? Bin
ich jetzt schon dement oder was? Ach, weil ich sie nicht tragen kann. Oh, eine Eistrau. Ich muss sie tragen können, damit ich sie looten kann. Oh Gott. Wie bescheuert ist das denn?